30 Jahren erblickte eine Konsole das Licht der Welt, die das Hobby Gaming so stark verändert hat wie später kaum eine andere mehr. Der Famicom wurde geboren, hier eher bekannt als Nintendo Entertainment System oder einfach NES. Drei Buchstaben, die bis heute Gamer an die gute alte Zeit erinnern. Das NES wurde jedoch nicht nur durch seine, für die Zeit, enorme Power zur Kultkonsole, sondern auch und vor allem durch die Spieleserien, die darauf groß wurden. Einige von diesen Klassikern gab es geschickterweise auch direkt als Starttitel und ihr Erfolg und der Konsole pushten sich gegenseitig. Der Protagonist des ersten Launch-Titels war ein gewisser Jumpman. Der eigentlich durchschnittliche Tischler mit Schnurrbart, roter Mütze und einer gleichfarbigen Latzhose hielt sich, alles andere als durchschnittlich, einen Gorilla als Haustier. Trotz seines guten Gemüts fühlte sich der Primat von der Tatsache erniedrigt, einer so normalen Person untergeordnet zu sein. Er brach aus, entführte dabei Jumpmans Freundin Pauline und verschwand auf der nächstgelegenen Baustelle. Dort hielt er sie gefangen. Nun war es Jumpmans Aufgabe, seine Freundin zu retten. Dabei musste er die Baustelle immer weiter hinaufklettern und den hinabfallenden Fässern des Gorillas ausweichen. Das erste Jump'n'Run-Spiel der Videospielgeschichte war geboren. Ihr wisst bestimmt schon, um welches Spiel es sich hierbei handelt. Basierend auf Nintendos Arcade-Spiel aus dem Jahre 1981 hat Donkey Kong die Ehre, eines der Startspiele des NES zu sein. Eine Kultfigur wurde geboren, mit Jumpman, aber dazu später mehr. Mit Popeye erschien ein Starttitel, der sowohl Fans der Comicvorlage als auch Neulinge begeisterte. Das fordernde Gameplay und der kultige 8-Bit-Sound verschafften dem Spiel einen festen Platz im Herzen der Nostalgiker. Wie schon in der Cartoonserie buhlten Popeye und sein Gegenspieler Brutus um die hübsche Olive Oil. Anscheinend für weibliche Charaktere in der noch jungen Videospielwelt üblich, wurde Olive von Brutus entführt, doch Popeye nahte schon zur Hilfe. Um seine Angebetete zu retten, musste unser Seemann Olives im Raum schwebende Herzen einsammeln, ohne jedoch dabei von Brutus erwischt zu werden. Mit Popeyes unverzichtbarem Spinat war es ihm außerdem möglich, Brutus einmal pro Level kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Popeye, eine geistige Weiterführung des bekannten und gefeierten Gameplays aus Donkey Kong, war ein sehr beliebtes Spiel. Nintendo verlor jedoch die Lizenz, wodurch trotz des Erfolges keine Fortsetzung möglich war. So wurde der junge und noch unbekannte Shigeru Miyamoto als Creative Director beauftragt, ein neues Spiel nach seinen eigenen Vorstellungen zu entwickeln. Er nahm hierbei eine schon bekannte und beliebte Figur und gab ihr eine Persönlichkeit. Aus Jumpman wurde Mario. Das Resultat war das Spiel Mario Brothers. Der knuffige kleine Klempner italienischer Herkunft hüpfte sich in die Herzen der Spieler und Spielerinnen. Beruflich war er mit seinem Bruder Luigi unterwegs, um die New Yorker Kanalisation von Schädlingen zu befreien. Dies bewerkstelligte er, indem er sie auf den Rücken warf und aus dem Spiel kickte. Mit Mario gelang es Miyamoto, nicht nur eine zeitlose und von allen geliebte Figur zu erschaffen, der kleine Klempner wurde ein Teil unserer Popkultur und Nintendos Zugpferd schlechthin. Doch auch abseits des Jump'n'Run setzte Nintendo in anderen Genres neue Trends. Als geistiger Vater von Trials genießt auch Excitebike seit dem Start des NES einen bis heute andauernden Kultstatus. Der Creative Director des Spiels war auch wieder kein geringerer als Miyamoto. Excitebike war ein Motocross-Rennspiel, bei dem der Spieler auf einem Motorrad zwei Runden einer Strecke möglichst schnell durchfahren musste. Dabei gab es keine Kurven, sondern einen geraden Streckenverlauf, der mit unterschiedlichen Hügeln, Pfützen oder Verengungen gespickt war. Ziel dabei war es, die beste Rundenzeit zu unterbieten. Der beachtliche Erfolg dieser Starttitel war die Basis für weitere zuerst für das NES entwickelte Marken, die bis heute bei Fans und Kritikern einen Kultstatus genießen. Mit 16 offiziellen Nachfolgern und über 60 Millionen verkauften Einheiten ist das 1986 erschienene The Legend of Zelda, Begründer der erfolgreichen Action-Adventure-Reihe, eine von ihnen. Wie schon bei Mario wuchs die Hauptfigur des Spiels, die nicht wie irrtümlich von vielen angenommen Zelda heißt, sondern Link, auch zu einem Symbol für die Welt der Videospiele an sich heran. Doch mehr als das mediale Aufmerksamkeit erhielt Link auch außerhalb der Branche. So bekam die Figur 2005 ihren eigenen Stern auf dem Walk of Fame und Schauspieler Robin Williams, ein Fan der ersten Stunde, benannte seine Tochter nach der titelgebenden Prinzessin, Zelda Williams. Aus nur 128 Kilobyte erschuf das Designteam um Miyamoto ein riesiges Königreich. Zelda war die Blaupause für unterschiedliche Genres wie das Action-Adventure, das Fantasy-RPG und Open World wie Grand Theft Auto. Die musikalische Untermalung war zudem stilprägend. Nicht einmal ein Jahr später erschien, zunächst in Japan und ab 1990 auch in den USA, ein weiteres Spiel auf dem NES, das die Gaming-Welt auch Jahrzehnte später noch begeistert. Final Fantasy vom Entwickler Squaresoft. Kurz vorm Konkurs setzte man dort alles auf eine Karte. Das neue Spiel sollte auf dem populären Dragon Quest des Konkurrenten und späteren Partners Enix basieren, aber dessen Konzepte maßgebend erweitern und ausbauen. Die Entwickler konzentrierten sich voll und ganz auf dieses Projekt, da das Schicksal der Firma von dem Erfolg abhing. Daraus folgt auch der Name Final Fantasy, ihr vielleicht letztes Spiel.
Doch es kam anders. Final Fantasy wurde in Japan mit 400.000 verkauften Einheiten zu einem Hit und Square war gerettet. Es folgten 13 weitere Titel der Hauptserie, diverse Ableger und sogar zwei abendfüllende Animationsfilme. Mit über 100 Millionen verkauften Einheiten gehört Final Fantasy damit zu den erfolgreichsten Spielereien aller Zeiten. Mit dem NES leitete Nintendo eine neue Ära der Videospiele ein. Auf ihm hatten viele unserer heutigen Helden ihr Debüt und wuchsen uns ans Herz. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag des NES. In der Originalzeit des NES war ich ja zugegeben noch nicht da oder viel zu klein, um damit zu spielen, aber ich muss zugeben, dass auch auf mich die Spiele bis heute eine starke Faszination ausüben, weil sie mit den geringen Mitteln unglaublich gute Ergebnisse ablieferten. Und praktischerweise gibt es einen Haufen Emulatoren für NES-Spiele oder ihr könnt vieles davon auch auf dem 3DS herunterladen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.